Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Barlos ist gefahren. Ich war gerade beim Souvenirs und direkt am Eingang steht ein Geldautomat, der sagt Barscher Banker. Und dann wollte ich dann in den Souvenirs reingehen, hat dann so geschlossen und dann stand ausrecht genau ein Mann vor dem ATM, der den und daneben an der so Wechselstube ist ein Paar und er hat gewarnt, dass der Kurs an der Wechselstube viel schlechter sei als zum Beispiel an den Bankomaten. Das kann ich auch beschädigen. Wenn man zum Beispiel eine kostenlose Karte abhebt oder so, dann kann man einen sehr guten Kurs erzielen. Und dann so erhält man einen sehr guten Kurs, Wechselkurs. Allerdings hat der gute Mann, allerdings ist der Mann in die DCC-Falle getappt. Sprich, er hat statt auf Abrechnung in Kona auf Abrechnung in Euro gedrückt. Und deshalb ist der Kurs hier auch sehr mies. Ich habe jetzt gerade nachgerechnet mit meinem Taschenrechner. Und der Kurs ist, hört es hinaus so, 6 Kuna 86 zu 1 Euro. Ist ein sehr, sehr mieser Wechselkurs. Der ist sogar noch schlechter als hier an den, als hier in den so Wechselstuben. Der Kurs in den Wechselstuben liegt so bei 723, 27 bis 725. Und dann der Herr, oh mein Gott, ich habe vor einem Jahr Geld abgehoben, und zwar an den Bankomaten der so ersten Bank. Und da war ich so schlau und habe Abrechnung in Kona gewählt. Und der Kurs war wirklich sehr, sehr gut. 736 oder so. Allerdings kommen noch die 1,7% Fremdwährungsgebühren dazu. Und der Kurs, und dann liegt der Kurs so bei 7,25 oder so, keine Ahnung. Aber das heißt, wenn man mit der N27 Mastercard abhebt, dann entstehen kein, dann hält man so den Kurs in einem Wechselschub oder so, teilweise noch verbessern. Und beim Geld abheben immer auf die Taste Abrechnung Kuna, sprich hier in so Kroatien oder in Ungarn, in Forint, in den USA in Dollar und so weiter wählen und nicht in die DCC-Falle tappen. Sprich Abhebung in Euro oder mit der Revolut-Karte Abrechnung in Pfund ausführen, dann seid ihr mächtig drauf. Sprich so 10 bis 20% mehr als der offizielle Wechselkurs Mastercard und Visa. Und da sind selbst Kurse von der Commerzbank besser als die von dem ATM-Betreiber. Und hier an den Euronet-Geldautomaten solltet ihr auf keinen Fall Bargeld abheben. Denn wenn man hier den Automatenkurs ablehnen, dann zahlt man rund 3 Euro ATM-Gebühren. Und fast alle die Automaten von den Banken verlangen diese Gebühren nicht, zum Beispiel von der Sarkobascher Bank, Erste Bank, Postbank und so weiter. Und das war's auch schon hier mit dem Video. Falls ihr Fragen habt, dann stellt diese bitte in den Kommentaren und vielleicht veröffentliche ich auch das Video, das ich bereits mal im letzten Jahr gemacht habe. Das habe ich nämlich vergessen, es bei YouTube hochzuladen. Das Video kommt auf jeden Fall noch, vielleicht fühle ich es zu oder mache doch ein extra Video. Mal schauen. Hier steht wieder ein ATM von Euronet. Euronet betreibt hier sehr viel, hat in der Liste sehr viele Geldautomaten aufgestellt.
Und kurz hier in dieser nächsten Stufe ist sogar gefallen. Von 725 auf 723. Und mein Vater vorher hat das gar nicht darauf geachtet. Erst als der das Geld gemessen hat, schon eigentlich schlecht, dass der Kurs gefallen ist. Aber ich achte immer darauf. Er bespricht ohne Börse. Ich zahle fast immer mit Karte. Und wenn ich doch mal brauche, dann hebe ich es einfach ganz normal am zur ATM oder hebe es im Supermarkt ab. Das werde ich vielleicht euch auch testen. Ob man, wenn man in Konsum Bargeld abhebt, ob man nur die zum Einführungsgebühren zahlen muss oder nicht. Oder ob das Bargeld für Interessenten komplett kostenlos ist. Für alle, die fragen, warum ich hier hochkrank filme, das hat einen ganz einfachen Grund, da ich einfach vergessen habe, das auf Schrägformat zu stellen. Also auf, genau, Querformat meine ich natürlich. Und diesen Geldautomaten mit haben wir hier, kenne ich nicht. Das ist hier irgendwie Aorus Domus Bankomat. Kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. Und dann, das war's auch schon mit dem Video. Bis zum nächsten Video. Tschüss.